So, da sind wir bei Shadow Warrior, weiter geht's. Wir stehen vor diesem awesome Wikinger-Schiff oder was auch immer es darstellen soll und wir werden jetzt auf den Knopf drücken. Was wird passieren? Werden Zebras aus dem Bug springen? Vielleicht. Lasst uns herausfinden. Drück. Wen? Ihn? Ach, schau mal, wer da ist. Von wegen Wikinger. Von wegen Wikinger-Schiff. Alt japanisches Schiff, so wie es aussieht, vielmehr. Da ist nämlich die nächste Flüsterin. Und ja, sie sieht wieder aus wie die erste. Wäre das schon mal gelöst, das Rätsel? Alright, Hoji, let's do this. God damn. Wow. That isn't the sexiest. Das ist schon ziemlich nice. Zu einem zusammenfügen. Okay, dann rein mit dem Ding. Sorry, Lady, keine Zeit zum Kennenlernen. Das muss jetzt schnell gehen. Du kriegst einen Zehner dafür. This is the thanks I get. After defeating Xing and saving Enra. I deserved at least a glimpse of you, sister. But no. You are far too precious. When we confronted Hoji and saw his invention, I didn't understand Enra's anger. Enra banished Hoji. Now I know what enraged him. A common golem wearing the face of a deity, a holy image imprinted in clay. Without you, the world began to die. Still, I wore the armor made by my banished brother and waited. Enra says one of us must be destroyed that you may awake. And the darkest of rituals requires the ultimate weapon. Who will carry the Nobutsu Sonokage into this world? Shadow beings are scorched by it. But Hoji is blasphemy? A being without soul? It seems your little conjurer found his purpose after all. And the price I must pay? To forget you forever? It is no price at all. So sleep well, sister, and save your precious tears. Heaven knows. You'll need them soon enough. Der kalte Mann. Okay, Level abgeschlossen in 52 Minuten. Ja, das war allerdings ein bisschen längere Level auf dem Tanker, das stimmt. 318 von 500. Und wir gehen direkt mal weiter. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder irgendwie ins Höllenreich hinuntergezogen sozusagen und müssen gegen irgendeinen gewaltigen Kerl mit mächtigen Fäusten, die mich zu verdammten Traubensaft verarbeiten wollten, kämpfen. Bin gespannt. Kapitel Nummer 11. Wie eine gute Made. Ja, die gute Made. Nicht die böse Made. Ich meine jetzt die Made in Germany. Die gute Made halt. What the fuck, Hoji? You're one of the ancients? Why didn't you tell me? You created the Whisperers. So sieht's nämlich aus. No need to be an accusatory Adam. I invented those things, but as far as I know, I only made one. Enro made his own later. I'm not responsible for my brother's action. Your brother? all these ancients, they're all my brothers. There wasn't a good time to bring it up. Why did you create these whisper things? That's the brilliant trick I played on myself. The memory of why I did it is locked inside the whisperer I made. It's really quite clever. Sure. Genius. Absolute. We all make mistakes, okay? I crippled my memories. You work for a sociopath megalomaniac who sold the human race up the river. Can we call it even? I need to get to Zilla, and I don't think I can do it without you. But you try anything, and I will stab this goddamn sword through your heart. I appreciate you being direct. Take a freaking lesson. Being direct makes me gas. Just shut up for a minute, okay? Ran an den Gürtel, Klappe. Ich muss jetzt diese Treppen besteigen. I could give a shit what he wants. You fuck with my realm, you fuck with me.
Töte Mesu. Okay, das ist ein kurzes und ein prägnantes Ziel. Schauen wir nochmal, wo wir Mesu finden können. Von Ramim ist Silence Herz. Steine, Junge, Steine, große Steine. Against what? Hell if I know. I don't think even Mesu knows. Enver's orders. Yes, sir. No, sir. Three bags full, sir. Exactly. Ja, wunderbar. Ist hier also auch nicht arg viel anders in dem Reich. Hierarchie gibt's überall. Wow, holy shit. Der Kerl mit den Flügeln und mit der Rüstung des verbannten Bruders, also mit deiner. He's sleeping? What do you expect? He's a guardian. Start opening the gate. That'll piss him off. Pick a seal. Wähle ein Siegel? What? Wie jetzt wähle? Wie meinst du? I don't know. Ich geh da rüber. Lass mal hier reingehen. Holy shit. Okay. Kann ich dich einfach nur... Wie mache ich das denn? Muss ich einfach nur wie ein Badass hier stehen bleiben erstmal kurz? Oh ja, da oben läuft doch die Zeit ab. Echt hängt das, ist mir scheißegal. So, Siegel ist offen. Glaube ich. Hallöchen! Mesu, ne? Lass mich raten, deine Rüstung erstmal. Das, was blau leuchtet an deinem Bauch. Oh ja, oh ja. Das scheint zu wirken. What? What? Oh, jetzt. In dein Innerstes, Motherfucker. In dein Innerstes. Fick deinen Brustkorb. Und all die Diamanten, die du mit dir rumträgst. Du bist schon ein fancy Mädchen, oder? Genau, das brauche ich. Maschinenpistolen-Ammo. Ja, Kämpfe gegen Riesengegner sind einfach genial. Hack. Das war schon bei Painkiller der Fall. Serious Sam, all die anderen guten Arcade-Shooter. Duke Nukem auch nicht zu vergessen. Oh yes. Oh yes. Das war's erstmal. Absolut. Muss ich nochmal ein Siegel öffnen irgendwann oder ist es jetzt einfach... Belassen wir es dabei. Ah, ich glaube, wir müssen... Oder? I don't know. Ich habe gerade, glaube ich, keinen Bereich, wo ich... Ah, hier, wo ich drauf schießen kann. Okay, die treffen mich nicht. Ah, shit. Ah, Gott. Ah, interessiert mich nicht. Fuck you. Bleib hier stehen. Und es ist offen. Awesome. Jetzt kann ich weggehen. Gerade nochmal so. Was haben wir denn? Deine Gesichtsmaske? Nein, dein Brustpanzer nochmal. Der ist wahrscheinlich pissed. Was ich ein bisschen verstehen kann. Ah! Uncool, uncool. Oh, wenigstens ein bisschen was abziehen. Habe ich es verpeilt, dass er es gerade macht. Shit! Ah, voll meine Chance verpasst. Vielleicht sollte ich mit dem Rocket Launcher arbeiten, ne? Rocket Launcher! Flammenwerfer bringt mir nicht weiter. Was habe ich denn da? Ah, geht doch. Sollte ich mit dem Rocket Launcher arbeiten. Dann öffnet er es einfach mal instant. Das ist ja geil. Holy shit. Fucking awesome. Damit das mal nicht gut funktioniert.
Ja, ich bin gleich dabei. Ich hole mir nur ganz kurz Ammo. Okay, irgendwo ein fucking Medikit rum. Aber nur fürs gute Gefühl. Ja, gell? Awesome. Nukes. 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 Oh, fuck. Ah. I don't care. Mit der Kraft des Hojis in mir. Das klingt voll falsch. Jawohl, das Siegel ist offen. Ich speichere mal ganz kurz, falls hier irgendwas schief gehen sollte. Wow. Okay. Gibt's jetzt Suppe oder? Natürlich. Voll daneben. Oh ja, Volltreffer. Schon wieder? Das war ja nicht gerade erfolgreich. Na gut. Aber diesmal geht's schnell, okay. Diesmal geht's echt schnell. Wenigstens das. Es sind noch mehrere. Ach so. Hoppla, da kam mir wohl die Einrastfunktion von Windows zuvor. Na super. Lass mal in das Siegel reingehen und das ja auch noch öffnen. Es sind mehrere. Ja. Aber man sollte einfach nicht zu schnell Shift hintereinander drücken. So eine dumme Funktion. Oh Gott. Jetzt aber. Beweg dich. Komm von deinem hohen Ross runter. Der feine Herr. Jawohl. Wenn wir nah dran sind, macht es halt auch Sinn irgendwie, mit dem Ding hier zu schießen. So kann ich fast nicht verfehlen. Aber es zählt nicht mehr. Bullshit. Voll uncool. Das ist dann schon ein längerer Kampf mit dem Kollegen hier. Oh fuck. Nochmal drei schnelle Siege. Das ist jetzt echt deine Taktik? Du bleibst da oben drauf sitzen? Also wirklich, Bunnyhoppen kann man bei dem Spiel nicht. Ja, man kann es versuchen, aber es klappt nicht wirklich. Bäum, bäum, nee, ist nicht so. Es ist kein Painkiller, was das Bunnyhoppen angeht. Alles gut, Wang, ganz cool bleiben. Wir öffnen das Siegel und dann holen wir uns die Nukes da vorne. Das ist doch ein guter Plan, oder? Wow, 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 what? So sieht's nämlich aus. Bleib am Boden, Junge. Können wir jetzt vielleicht mal auf einer Ebene kämpfen? What? Das Herz bringt mir nicht allzu viel hier. Oh yes. Jawohl. Ja, das hat gesessen. Okay. Muss ich, glaube ich, dann wirklich von vorne reinschießen dieses Mal sogar. Ah, Mist. Den hätten sie noch durchlassen können. So eine Scheiße. Aber ich habe gleich wieder getroffen. Was für ein Zufall. Dass ich dich ultra vernichte, mein Freund. Wie groß ist eigentlich dein fucking Schwert? Pferdeflüsterer. Hol den raus da. Just like a maggot ship. We're here to harvest information, and maybe a little cheap. You can tell that thing
that I refuse to dignify the awful that pours from his mouth. You spit in Emrys' face, bringing him here. You don't say! Why, it's almost like that was my intention all along. You use this filth to do your dirty work. Emra made the same mistake. These mortals can't be trusted. So Emra has been talking to a mortal. Zilla, it has to be. I always knew he would fail us. But I didn't think he would be so arrogant to hold Zing's Whisperer for ransom. And that's why the others couldn't come back. Hey kid, looks like your boss did good. It also sounds like he made a deal with the devil. Details. It's time to go have a chat with Zilla. You know, filth to filth. Lie back and think of England, brother. Ja, Mann. Reverse Hadoken, finde ich geil. What are you gonna do? A portal to Zilla. Now. Coming right up. Sehr schön. If Zilla has the last whisperer, this should lead us straight to him. No tricks this time, right? Wouldn't dream of it. Das heißt, wir holen uns jetzt den letzten Teil, so wie es aussieht. Und durch. Oh, Hoji, sehr gut. 12 Minuten, das war gar nicht so schlecht. Hier haben wir ja nicht arg viel sammeln können, oder? Naja, okay. 169 von 250. Trotzdem irgendwas nicht wirklich dann gemacht. Ich meine, das hat dann natürlich auch mit dem Bosskampf selber zu tun gehabt, der ein bisschen besser hätte laufen können, aber naja. Er ist am Boden, sein Bruder ist tot, alle sind glücklich und jetzt hauen wir Zilla auf die Schnauze. Das sind gute Aussichten für die Zukunft, glaube ich. Und ab dafür. Kapitel Nummer 12. Manche haben gelernt, nicht alle Brücken einzureißen. Oh Gott. Oh Gott. Hoji! Are you kidding me? I'm sorry. These portals aren't very precise. So kann man es auch nennen. You suck. Du Sack. Do you enjoy dropping me like that? Just trying to land you in the air. It beats materializing a couple feet underground. Your logic is sound. Thank you. Finde das letzte Teil vom Nobitsura Kage. Sehr gut. Machen wir uns auf zu unserer letzten Hürde. Teil Nummer 3. Und es ist scheiße kalt. Wie kalt ist hier eigentlich? Frieren dir doch die Finger ab mit deinen Handschuhen. Junge, zieh dich warm an. Denk an deine Nieren. Back dich ein. Kriegst du eine Blasenentzündung? Ich weiß nicht, wie uncool eine Blasenentzündung. Ich meine, ich hatte noch nie in meinem Leben eine Blasenentzündung, aber ich kann es mir schon uncool vorstellen. Holy fuck, was haben sie. Oh Gott! Baraka Bitch! Was zur Hölle? Wie kannst du nur? Da war ich für einen kleinen Moment weggetreten und dann kommt die aus dem Eck. Ah, dammit. Chi-Kristall, Chi-Kristall, Chi-Kristall. Lass mal schauen. Können wir den irgendwo anwenden? Schutz, Drachenenergie. Haben wir die Drachenschuppen, die haben wir erworben? Aber noch nie wirklich benutzt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Doch alles andere ist irgendwie. Ja, okay. Warum nicht auch mal die Angriffslust senken? Von den Gegnern. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn viele vor mir stehen. Dann sind vielleicht nur noch ein paar so mega aggressiv und greifen mich instant an. Was zur Hölle? Holy fuck, was? Nein, hör auf damit. Ich werde garantiert keine Rose an deinem Arschloch suchen. Darauf falle ich nicht. Nein, nein, ich falle nicht drauf rein. Noch ein Hase. Hallöchen. Das da hinten sieht schon irgendwie richtig aus. Also ich gehe mal in die Richtung. Schneemann! Echt jetzt? Aus was ist der? Platin-Schneemann? I think Zilla might be in trouble. He's the one that kidnapped the Whisperer. Ja. Diese Attacke ist gegen Schildheini ist einfach so geil. Die wende ich viel zu selten an, wenn die vor mir stehen. So.
Haben wir ein Problem? Du vielleicht? Komm mal her. Mach dich mal fertig hier. Alter, gute Schneemann. Weißt du echt, wie schmutzig der jetzt ist? Wenn in dem Schnee Haie schwimmen würden, weil Schnee ist eigentlich auch nur Wasser, dann wird selbst ein Hai auf dem Berggipfel wird es hier schmecken, was hier abgeht. Wenn Haie in Schnee schwimmen würden, das ist auch eine geile Theorie. Ja, also wenn Haie in Schnee schwimmen würden, dann wären Snowboarder ganz schön von hinten rangenommen. Kann man mal so sagen. Im Prinzip genau wie Surfer jetzt schon. Finde einen Weg in das Gebäude. Dieses Gebäude? Dieses Gebäude wahrscheinlich, ja? Oh Gott. Oh, was brauche ich hier? Grüne Schlüsselkarte erforderlich. Was ist hier, Duke Nukem? Schlüsselkarten? So spielen wir jetzt. Von mir aus. Ich suche eine grüne Schlüsselkarte. Ich werde schon irgendwo eine finden hier um den Weg rum. Oh, guck mal, eine grüne Schlüsselkarte. Was für ein Zufall. Ich glaube, die werden wir da beim nächsten Mal da vorne anwenden, in diesem kleinen Kontrollraum, und dann ins Gebäude reingehen. Gucken, was da so abgeht. Bis dahin, haut rein.